Hallo Schütze, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Schütze. Heute möchte ich gerne mit dir für diese Energien, die du vom Sternzeichen Schütze kennst, deine Monatslegung Februar 2023 mit dir teilen. Schütze, verzeih meine Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen. Wir hatten diese Nacht einen ganz krassen Klimawandel und ja, irgendwie ist meine Stimme angeschlagen. Oder Maja? Schau mal, Schütze, Maja möchte dich begrüßen. Das heißt, wir haben schon ganz besondere Energien. Genieße alles das, was die Karten dir sagen möchten, aufzeigen möchten. Sowohl positiv als auch vielleicht nicht so toll für dich. Aber alles hat einen gewissen Hintergrund. Auch für die ältere Generation, auch für die Witwer. Okay? Schütze, jawohl, es geht um dein eigenes Gleichgewicht. Es geht wieder um die Fähigkeit, an den Tag zu legen, die Fähigkeit, wieder zurückzugewinnen, dich neu zu orientieren. Das Loslassen ist auch im Jahre 2023 unglaublich wichtig. Wir haben für Schütze die Hauptenergie, dich mit dir selber zu verpflichten, auf eine geordnete Art und Weise. Alles, was ungerecht ist, kann gerecht werden, kann sich wieder in die Normalität finden, kann sich wieder justieren. Etwas in dir wird sich verändern, weil du dich im Laufe des Monats gelassener fühlst. Du kommst wieder an deine Fähigkeiten, dein Glauben zurück, du überstehst Konflikte, aber du schaffst es aus irgendeinem Grund, wenn du bereit bist, diese Hindernishürde anzunehmen, wieder eine Gerechtigkeit, egal welches sein mag, in deinem Leben, auf eine respektvolle Art und Weise zurückzubekommen. Eine universelle Unterstützung, aber auch eine Unterstützung von jemandem, der dir sehr wichtig ist oder sehr wichtig sein kann. Ja, schau mal, viele von euch habt ihr Kinder, Enkelkinder. Ihr versucht, eure Finanzen zu regulieren. Ihr versucht, mit den Finanzen klarzukommen, Ordnung reinzubringen. Die Spritpreise, die Lebensmittelpreise, die Gaspreise, alles hat sich verändert. Und Schütze macht sich viele Gedanken, bewusst und unbewusster Natur, wie es finanziell, beruflich weitergeht, wie es familiär weitergeht. Schütze, es ist absolut legitim, es ist absolut richtig, ja, dass du dir Sorgen machst, dass du dir Gedanken machst. Aber denk dran, du hast hier auch eine große Herausforderung, aus dieser Drucksituation im Monat Februar ein bisschen Entspannung reinzubringen, ein bisschen Gelassen reinzubringen. Ich bin ruhig und gelassen, ich lasse mich führen und ich erkenne in jeder Situation, sobald sie sich aufzeigt, den richtigen Weg, auch wenn ich ein paar Tage dafür bedürfe. Okay, das ist so der Leitfaden, den du dir vielleicht im Februar so ein bisschen angucken darfst. Wir starten, wir gehen später auf die Liebe ein. Singles, alleinerziehende Partnerschaften, Seelenpartnerschaften, ältere Generation, Witwer, Fernbeziehungen, Dreieckskisten, alles so ein bisschen. Okay? Wir starten. Wir haben einen Schützen im Monat Februar, der am 2. schon auf finanzieller Ebene Ordnung reinbringt. Ein Gleichgewicht kommt rein, eine gute Investition. Andere habt ihr eine Geldausgabe aufgrund Gerichte, Papiere, Dokumenten, Scheidungen, Kaufen, Verkaufen, Haus, Nichthaus, wie auch immer. Der 2. bis zum 7. werden Tage sein, wo die Finanzen, die Arbeit, aber vor allen Dingen die innere Integration, die innere Ruhe, die innere konfliktive Ebene unglaublich wichtig sein wird. Wir haben am 3. eine Festlichkeit, eine gute Nachricht, eine positive Bereicherung für dich. Kann mit einer Dreieckskiste zu tun haben, kann mit den Finanzen zu tun haben, kann mit vielerlei Hinsichten zu tun haben. Für mich ist es aber eher eine Freude innerhalb deiner emotionalen Ebene. Und das bedeutet, jemand öffnet sich dir, jemand kommt zurück. Ja, jemand sagt dir etwas, du bekommst ein gerechtes Urteil. Also dein Herz wird am 3. auf jeden Fall höher schlagen. Am 7. haben wir so wieder, mach weiter, gebe nicht auf. Ja, egal ob der Weg holprig ist, wir gehen weiter nach vorne. Am 5. hast du nochmal so einen kleinen Einbruch mentaler Ebene. Du kommst in Konflikt mit einer Situation. Das ist aber am 6. sofort vorbei. Ja, das heißt, wir haben vom 2. bis zum 7. kleine Höhen und Tiefen. Ist aber normal. Und danach startet der Schützegeborene wieder absolut ins Leben. Der 8. und der 10. haben wir für einige von euch, gerade die ältere Generation, wenn ihr körperliche Gebrechen habt, wenn ihr Thematiken auf der Arbeit habt, mit Zweitjobs, mit Gehalterhöhungen, mit Fortbildungen, mit Ausbildungen, mit als Rentner vielleicht noch einen Nebenjob zu machen, weil die Rente nicht mehr ausreicht. Denkt in Ruhe darüber nach, was ihr dafür auch gebt. Wie viel Zeit investiert ihr? Ja, was bekommt ihr als Gegenleistung zurück? Also hier sind wichtig im Monat Februar, es wird hier Ruhe einkehren. Du wirst auf eine Art und Weise eine Gerechtigkeit zurückbekommen. Du darfst dich aber nicht zu sehr verausgaben, Schütze, sondern du sollst aus deinem Schneckenhaus rauskommen
Aber auch vor allen Dingen erkennen, verzeiht, dass deine Gesundheit wichtig ist. Schlaflose Nächte, Unsicherheiten, Unruhe, Missverständnisse, ja, Hinterhalte, das Gefühl, hinterhältig behandelt worden zu sein, das Gefühl, es geht nichts voran. All diese Toxine raus, okay, weil ab dem 10. könnte es für die einen oder anderen einen kleinen, ja, Reinfall geben oder Einfall geben, okay? Nichtsdestotrotz haben wir hier das Universum, was auf deiner Seite konspiriert. Du kommst wieder in deine Kraft. Du bekommst eine Person an die Seite gestellt vom Sternzeichen Stier, Jungfrau, Steinbock, Krebs, Fische, Skorpion, okay? Oder diese Person hat diese Energien in ihrer Geburtstagskarte. Ein Stier, ein Widder, ein Löwe und ein Schütze. Deine eigene Energie, deine eigene Willensstärke ist auch hier wirklich sehr markant. Die Person, die dir hilfreich zur Seite steht, kann eine Freundin sein, ein Freund, eine Schwester, eine Arbeitskollegin, ja, eine Mutter, eine Cousine, jemand, den du schon längst kennst, okay? Jemand, der dir nahesteht oder mit dem du einen guten Flow hast oder einen guten Flow wieder erreichen wirst. Viele Konflikte werden zurückgelassen. Ich sehe hier einen sehr intelligenten Schützen, einen sehr willensbereiten Schützen, einen sehr orientierten Schützen, einen Schützen, der aus einer Almödie-Situation einige von euch herauskommt und dem Leben nochmal eine Chance gibt und aus der Gelassenheit heraus Dinge wirklich annimmt. Singles, Alleinerziehende, für euch heißt es, gehorsam im Leben zu stehen. Gehorsam zu sein bedeutet, Ordnung zu haben und genau zu wissen, was möchte ich. Alleinerziehende, kein Vater, keine Mutter Ersatz, sondern jemanden, der für dich ein Partner, eine Partnerin darstellt. Die Singles, ihr habt hier nicht nur vielleicht Erinnerungen an eine Seelenkonnektion, an einen Ex-Partner, sondern es kann sein, dass ihr irgendwie aus irgendeinem Grunde versucht, gerade mit der Situation abzuschließen, aber dein Ex, deine Ex, energetisch oder visuell dich nicht in Ruhe lässt und kommt immer wieder in dein Leben zurück. Und das bedeutet nichts anderes wie die, die ihr zu dem Ex zurückgehen möchtet und ihr seht, dass dieser Mensch sich transformiert hat, eine bessere Version ist, versucht es, okay? Aber die, die sagen, nee, Alena, ich möchte es absolut gar nicht. Wir haben hier zwei Energien, die sehr bewundernswert sind, sehr reif sind, die sehr hilfsbereit sind, die auch interessiert an dich sind. Einige kennen diese Menschen schon, andere werden ihn sie noch kennenlernen, ja. Aber es ist so wie, als ob dein Herz sich nach einer bestimmten Person sehnt oder sehnen wird, okay, und du hier ein paar Unentschlossenheiten haben wirst, ob du dich einer neuen Liebe öffnen sollst oder nicht. Wir haben aber einen tollen Neustart in der Liebe für viele von euch, okay? Egal welchen Status ihr habt, egal ob verheiratet oder nicht seid, okay? Ältere Generation, Witwer. Die Witwer schauen auf einmal wieder in die Zukunft. Die Witwer lösen ihren internen Konflikt. Die Witwer geben sich die Energie, ins Leben zurückzufinden, mit Partner oder ohne Partner. Ältere Generation, auch ihr habt auf einmal einen Flow, wo es darum geht, ich schaffe es, ich traue mich, ich liebe das Leben, ja, ich lasse neue Menschen in mein Leben. Der alte Kakao ist vorbei und ich zeige, was in mir steckt. Also die Liebe steht echt groß. Wir haben eine kleine Ballastsituation gesundheitlicher Natur und von einer Energie von Zwilling, Waage, Wassermann, die dir vielleicht ab dem 10. ein paar Probleme bereiten könnte. Oder es ist deine eigene mentale Energie, die dich so ein bisschen, ja, aus der Fassung bringen könnte. Das kann auch durchaus sein, okay? Partnerschaften werden rundlaufen, die, die sich trennen, die was mit Unterhalt zu tun haben, mit Scheidungen, mit wie auch immer. Ja, lasst diesen ganzen Kram zurück. Denkt dran, falls ihr Kinder habt, seid ein gutes Vorbild für die Kinder. Hier sind die Eltern, die sich scheiden lassen werden, raus, jeder soll seinen Weg gehen. Es kommen neue Partner, falls nicht schon der Grund eine andere Partnerschaft gewesen sein sollte. Ja, die anderen Partnerschaften haben ein paar Machtkämpfe, haben ein paar gesundheitliche Themen durch Familie, durch wie auch immer. Aber dieser Ballast, dieser Zahn wird euch gezogen und ihr kommt auf jeden Fall in eine neue Vibration. Interne Veränderungen, Umzüge, Reisen, Reas, alles, was mit deinem häuslichen, räumlichen Zuhause zu tun hat, wird der eine oder andere Schütze im Monat Februar verlassen. Kann auch sein, dass du viel auf Montage bist oder viel außer Haus bist, ja, aus vielerlei Gründen. Aber es wird eine sehr starke Bewegungsenergie in deiner Februarlegung sein. Okay? Also wir haben jetzt schon die Dreieckskisten und die Fernbeziehungen. Dreieckskisten, Fernbeziehungen laufen weiterhin so. Dreieckskisten haben es ein bisschen schwerer. Okay, aber Fernbeziehungen laufen halt weiter so wie bisher. Keine Veränderung, positiv oder negative Natur. Seelenpartnerschaften kommen wieder in Vibration, machen sich wieder bemerkbar. Aber vorsichtig, dass du nicht, ja, auf den Ruf deiner Seele nicht hörst, sondern höre auf den Ruf deiner Seele, kehre in dich, raus aus Gefangenschaften, Depression. Okay, der Ruf deiner Seele lautet, bleibe gelassen, glaube an das Gute, glaube an dich, vertraue und gehe weiter nach vorne. Eine mega geile Veränderung auf allen Ebenen steht dir bevor und das finde ich wiederum super schön. Ich gebe euch ein paar Buchstaben, ein paar Zahlen,
Macht aus diesem, was auch immer resoniert. Wenn nicht, lasst es einfach ziehen. Okay? Die Zahl 2, die 5, die 10, die 15, die 20, die 25, die 7, die 11, die 12, die 24, die 8, die 9, die 30, 36, 6, 2, 8 und die 18 und die 3. Bringe dich zum Ausdruck. Buchstabe A, I, W, M, P, C, W, M, K, G, J, O, R, E, L, U, X und Z. Okay? Passe die Buchstaben an und wenn nicht, wie gesagt, lass sie ziehen. Ich danke dir jetzt schon mal für deine Kommentare. Schau dir diese Legung im Februar nochmal an. Wir gucken Woche für Woche explizit rein, was so die Thematiken ist. Okay? Und lass der Liebe einfach freien Lauf. Vertraue, bleib in deiner Gelassenheit. Es kommt ein mega toller Umschwung, wo ich dir sage, es wird wundervoll. Herausfordernd, aber wundervoll. Wir hören uns. Bis bald. Bye.